Hey Leute, ich zeige euch heute, wie man sich einen kleinen Teejoint dreht. Dazu brauchen wir Tee, irgendeiner ist total egal welcher, eine Schere und Käse. Also, ihr macht den Tee erstmal auf. Ist hier der Teebeutel. Die einfachste Variante ist einfach so zusammentun, so einrollen damit es am Ende so ausschaut. Das ist die einfachste Variante. Da zündet man hier an und hier macht man halt, zieht man dran. Dann gibt es noch eine andere Variante. Ihr könnt ihn euch auch versüßen, den Zeug, indem ihr den aufmacht. Also nicht wild rumschneiden, sondern vorsichtig aufmachen, damit er dann so ist. Dann reicht ihr das hier auf. Damit es so ist. Dann könntet ihr euch, wenn es euch gut schmeckt, wenn ihr auf Kaffee abfährt, dann könntet ihr euch noch ein bisschen Kaffeepulver reintun. Dann ist jetzt Kaffeepulver drin. Und ihr könntet euch auch ein bisschen Zucker reintun. Das geht auch. Ja, kommt drauf an, was für einen Geschmack ihr habt. Dann mit Käse. Klebt ihr die zwei Hälften zusammen. Damit es so zugeklebt ist. Und dann rollt sie ihn einfach zusammen. Dann sieht er so aus. Der Joint. Den zündet ihr hier oder hier einfach an und kann es dann dran ziehen. Das ist halt ganz einfach. Okay, ich hoffe, ihr liked und kommentiert schön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.